eSportBets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in-game rein. Und hast du die IP oder ist das die, du mir gerade geschickt hast? Eigentlich soll es die IP sein, die ich gerade eben geschickt habe. Guck ich mal gerade. Ist eigentlich immer die IP. Test. Mal ausprobieren. Ja, auf jeden Fall hast du schon mal das Map eingegeben. Aha, ja, und lädt jetzt auch wohl gerade, hat es nicht geladen. Ja, gerade war ja Berserk nicht so erfolgreich, habe ich gesehen. Ja, cool, ich darf ein Team wählen. Nein, das möchte ich nicht wählen. Ich glaube aber, ich komme da trotzdem rein. Ja, ich meinte übrigens Overground für alle, die es gerade im Chat nicht gelesen haben oder so. Die Map ist... Overground geht halt wirklich noch. Also ich finde die vom Aufbau und so ist halt eigentlich eine Map mit Potenzial. Jo. Ja, Vertigo, auch gut. Ja, Vertigo, genau. Ja, Contra ist ja auch noch eine Möglichkeit, aber die, glaube ich, ist jetzt auch noch nie Final gemacht worden. Die ist immer nur als Beta irgendwo. Ja, Contra war ja früher schon immer, wurde ja früher schon immer versucht zu etablieren. War ja auch eher in den amerikanischen Raum, zumindest in Source, sehr verbreitet und wurde halt in der deutschen EPS auch nie wirklich gespielt, außer in dem Format, wo man halt wirklich noch jede Woche jede Map spielen musste. Mhm. War an sich aber auch keine schlechte Map. Was hat denn Crystal, dass er so krank ist, dass er nicht spielen kann? Wenn ich krank bin, dann ist das Einzige, was ich mache, spielen. Ich weiß leider auch nicht, was er hat. Ich war aber schon gestern krank, ja. Also, ich glaube auch am Montag, wie es hieß, oder bei den EPS Cup auch anscheinend. Ja. Das erste, was ich mache, wenn ich krank werde, ich jetzt vor dem Rechner und spiele. Dann soll ich den ganzen Tag im Bett liegen. Diesen ist auch eine geile Map. Aber ich weiß nicht. Ja, das Ding ist halt, dass ich jetzt mal predikte einfach, dass ESL zu 100% keine Freiheiten hatte bei der Mapwahl. Sondern dass Wolf gesagt hat, hör mal Jungs, wir geben euch die Kohle und ihr müsst dann halt die Map spielen. Oh, wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, weil dadurch wurde die sich ja auch schon geeinigt, dass diese Standard-Maps gespielt werden von Wolf. Vorher wurden ja auch andere Community-Made-Map sozusagen gespielt. Diese SE-Maps und so. Mhm. Und Wolf wollte dann ja auch, dass ihre Version gespielt werden, was dann sicher auch verständlich ist, damit Noob sich dann. Noob jetzt in Anführungszeichen, wenn jetzt einer. Ich meine damit jetzt ja. Wirklich, wenn einer das Spiel gerade gekauft hat und dann geht der in-game und dann sieht der, ich habe gerade das 2 gespielt und dann kommt er auf den Server und sieht irgendeinen Stream in-game und. Habe ich mein Game gecrashed? Ja. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Okay. Ja, und sieht dann halt auf einmal eine ganz andere Version. Und das wollten die halt damit verhindern, was ja an sich auch gut ist. aber. Ja, tast direkt mal Flame, das bekommst du ja nicht mit, gell? Doch, jetzt geht wieder. Ja. Also, ich glaube, da sind alle richtig gut gelaunt. Irgendwas habe ich gehört, dass MDK jetzt damit seine CSGO-Karriere beenden könnte oder irgendwie mal getwittert hätte, sobald. Ich glaube, Overpass der MBK so. Hat selber getwittert, Cartman hat halt getwittert, dass es Veränderungen im Mappool geben wird und hat MBK retwittert oder wie auch immer das heißt, ja, dass wenn Overpass und Cobblestone reinkommen, dass er dann quittet, aber wird halt eh nicht mal. Wird halt einfach nur gewettet. Ja, und. Dann warten wir mal. Ich denke, dass Berserk jetzt sehr, sehr schwer haben wird. Wenn sie gegen Fnatic gerade schon so Probleme hatten, und wird es wohl ja nochmal deutlich schwieriger, stärker.
Ah, du bist aber sehr diplomatisch gewesen. Ja. Das ist sehr schwer, haben wir. Ja. Dann schauen wir mal. Ah, ich drück den Jungs natürlich trotzdem die Daumen. Immer für die Deutschen. Sieht vom Knife wieder ganz gut aus. Mein Knife gewonnen. Denke ich mal, werden CT starten. Alle anderen wären auch verwunderlich. Und ja, mal schauen. Also was ich im EPS Cup bei Berserk gesehen habe, dass sie sehr, sehr gut den kleinen blocken. Die benutzen halt fast alle Smokes, die haben, um halt durchgehend die Banane wegzusmoken. Halt Solek steht halt immer lang noch und smokt nochmal klein nach. Und dadurch wird halt Alex irgendwann alleine gelassen am kleinen. Ich weiß nicht, ob sie es gerade auch so gespielt haben. Ja, teilweise. Und hat dann auch im EPS Cup die P90 da das eine oder andere Mal. Richtig, gut erkannt. Hat Anders bei ESL TV, hat Anders auch schon was gesagt bei NIP TV. Ja, und mal schauen, also war im EPS Cup auf jeden Fall erfolgreich. Ist für die Terras dann auch sehr schwer, wenn man dann halt die ganze Zeit die Banane noch weggesmokt hat. Mal mit hoch. Felix, boah. Hat Kontakt. Felix just saved Bihali by killing Felix. Was? Ja. Save ist auch. Wenn du halt eine Beta machst, hast du das innerhalb von 5 Sekunden safe. Jetzt gab es noch ein TA mit der HE gegen Alex. Boah, aber guck dir mal die HP an. Und Alex schickt halt den. Ah, oh, das ist bitter. Neo kommt von hinten, Rack wird auch nicht mit den rechnen. Ja, aber wenn man sich mal die AP anguckt, die haben zusammen nicht mal 50. Sehr, ja. Sehr unlucky. Was zählt jetzt die Runde? Pistol ein Virtus Pro. Wir sehen es wieder gleich, Alex mit Kevlar und CZ und Rack mit der Shotgun, das haben sie vorhin auch schon gemacht. Ja, Rack wird hausoffensiv gehen. Felix hat 2 Flashes dabei für Alex. Pascha schleicht gerade auf Contact hoch. Wow, und die kommt perfekt, die Flash. Jetzt darf Alex nur nicht zu viel machen. Ja, Berserk hat ja schon ein bisschen Mitte gesehen. Was ja, und Alex schlecht? Überraschenderweise in Sakura. Und er dürfte eigentlich am Virtus vorgehen. Er hat ein bisschen Support da, wer ist noch da? Solek? Ja, macht aber auch keinen. Sollte Rack vielleicht einfach die Pumpe safen. Und Asmo die Scout einfach. Ja, wäre man vielleicht besser beraten gewesen, die Scout und die Pistole zu safen, die er hatte. Und Kevlar. So hat er jetzt einfach mal gar nichts. Rock auch eher tot auf der Posi. Kann er nicht in den Fuß schießen, Snacks da? Nee. Er kriegt die Pumpe sogar durch. Weil die Polen safe müssen, ne, mit 4 HP schafft es noch gerade so. Ja, also wollten jetzt auch nicht unbedingt für die Pumpe oder 3 AKs riskieren, ja. Oder so. Ja, aber gar keine schlechte Anti-Eco, also auch ein bisschen Pech wieder gehabt, wenn Solek da auf dem Spot noch einen macht, dann könnte es vielleicht anders aussehen. Das hatten wir vorhin auch schon. Zu dritt mit Rack und Pumpe. Boah. Hat man mal eine dicke Nade. Ja, wenn Berserk kein A-Game spielt, dann werden sie es ja, sehr, sehr schwer, weil wird es wohl vom Aiming her wirklich einfach mal eine Klasse besser ist, muss man ja leider sagen. Aber die Jungs, die zocken natürlich auch extrem viel. Ja, und wir sehen bei Alex wieder die P90.
Olli und Smoke. Ja, und wir werden halt wieder sehen, dass Felix ihn zuerst absmoken wird. Dann wird die Smoke von Solek kommen und dann wird Alex sich nochmal selber smoken und den Olli benutzen. Genau der gleiche wie im EPS Cup, stellt sich dann Klaus hinter die Smoke. Ist ja auch wirklich gut, was sie da spielen, muss man ja mal zugestehen. Bisschen Timing an, mit Pasche parallel. Man sieht, Felix mit der ersten, ne? Die erste Smoke kam von Alex, ne? Von wo kam die? Rack kam die wahrscheinlich, Rack, die ja, genau. Von A aus immer. Ja, und jetzt wirft gleich wahrscheinlich Solek, die stellt sich schon genau, auf für die Smoke. Er ist halt wirklich gut gespielt eigentlich. Und sie stehen halt jetzt auch schon zu viert am A. So eine Runde muss man dann eigentlich holen. Asmo, wie häufig Balkon oben. Eigentlich hat Rack das gerne gespielt, aber seitdem Rack ja weg ist, hat Asmo die Pose übernommen. Gute Flashen von Rack. Also alle Todesweiß. Solek fällt auch noch. Rack jetzt auch im D gefallen. Muss eigentlich mehr passieren. Kannst du noch zwei machen? Boah. Ja, und das ist dann halt das Problem. Die P90 ist halt so gut, aber für ein Retake ist sie dann eher weniger geeignet. Sie nehmen die Waffen und drehen ab. Aber die Runde hätte gerade Alternated, oder Alternated sag ich immer noch, Berserk hundertprozentig holen müssen. Das hatten wir vorhin, aber genau dieselbe Stelle hatten wir vorhin auch bei Fnatic gehabt, wo sie wirklich gut auf dem A standen, Baseball war safe und kriegen dann den Spot irgendwie nicht gebacken. Ja, das Problem war halt, dass nur einer Spot stand, wird wo Smoke den Sandkasten gut ab, Rack wartet halt zu lange, bis er mal schießt, wollte seine Pose nicht verraten, was aber in dem Fall nicht optimal war. Hätte lieber sein Mate helfen sollen und wurde dann halt auch vom Balkon getötet, weil Asmo auch in seiner eigenen Smoke gewartet hat. Kann dann zwar zwei machen, wird dann, ja, dann muss Asmo eigentlich warten auf seine Mates von Lang und stirbt dann aber und damit den Sandkasten verloren und die Runde verloren. Felix hat die Arbe. Jetzt ist wieder diese Dreifachdeckung zu Beginn an der Banane. Wo geht direkt Mitte auf Kontakt? Aber Berserk steht schon wieder zu viert, ah, aber haben halt leider keine Waffen dabei. Ein Haus ansagen, Felix komplett weggesmoked. Boah! Da passt er durch die Smoke. Aber jetzt sollte die Felix eigentlich wieder safen. Genau, wieder abdrehen. Bomb has been planted. Das war bei Tars los. Boah, Felix verschießt. Kann ich dir sofort sagen. Wer war das Onsport? Rack ist halt wir nennen das Dark Egg, keine Ahnung. Halt, wenn du Spot hoch ist, direkt links hinter der ersten Box. Und ist halt auf die Box drauf und ist halt Tess im Sprung getötet. Okay. Tja, 5-0. Out. Also ich spiele Berserk jetzt gerade richtig vom Aufbau her und so. Die haben halt extreme Probleme gerade nachzuhalten. Alex ist auch mit der M4. Premiere hier. Das könnte jetzt gefährlich sein. Weil wir das auf Contact hochgeht. Spielen gerade einen guten Mix. Jetzt mal den kleinen Angriff und keiner aimt. Könnte bitter sein. Wir haben keine schlechten Flashes. Ja, aber Felix kann nicht helfen. Alex ist eigentlich tot. Da kommen gute Flashes aber dazu. Ja, jetzt ist er weg. Hat er viel Zeit rausgebracht. Gute Flashes waren es vor allem. Felix muss doch die Granate von der ersten sehen. Die sieht er aber wohl nicht. Ja. Noch ist es einigermaßen offen.
Was nimmst du mit 9 HP? Wird der noch ein? Noch hat. Wird das Pro ziemlich viel Zeit und sie entscheiden sich nochmal, den Spot aufzugeben. Und Berserk scheint es noch nicht so ganz gemerkt zu haben. Jetzt erst geht erstmal rüber. Das schiebt, aber. Das wird auf jeden Fall zum Legen reichen. Das macht auch kein Equipment. Muss jetzt warten. Oh, und Solek ist noch super weit weg. Molly kommt gleich auch. Oh, die Runde eigentlich. Boah, können sie eigentlich schon gar nicht mehr holen. Solek dabei noch mit einer AWP. Oh, jetzt stirbt aber Neo. Boah, macht den Frank mit der Pistol. Ja. Ein bisschen profitiert, dass da Neo nochmal umgezogen Neo, ist. Neo hätte einfach auf den Mate warten sollen. Aber ja, ich wird das Pokémon eben online immer so vor, als wenn die das halt nicht so ernst nehmen, die da dann halt teilweise auch ein bisschen rein. Soweit sieht man im LAN eigentlich nicht von denen. Ja, aber jetzt die erste Runde vielleicht. Da werde ich gerne drauf aufbauen. Wird das Bo direkt wieder Richtung A orientiert. Jetzt Pascha gegen... Ne, doch nicht. Wo hätte er eigentlich Hits bekommen müssen? Berserk wieder zu vierter Mal, also die Runde müssen sie eigentlich auch wiederholen. Ja, den Action Ground Solek diesmal mit dem Molly, den sollte er langsam mal werfen. Ach, kommt aber in den Smoke rein. Ja, und Solek eigentlich schon wieder tot. Beide. Ich hab zwar noch einen Self-Kill, naja, aber. Halt. Und also, da muss Berserk halt mehr machen, die Runde ist halt schon wieder verloren. Also, ich weiß nicht, Berserk steht halt gut eigentlich, aber irgendwie sterben sie immer. Solek steht mit einer Aber alleine auf dem Spot, weil er halt komplett unverständlich ist, da kann er halt gar nichts machen. Und ja, vielleicht sollten sie einfach. Ja, die. Sandkastenspieler dürfen einfach nicht sterben. Ich verstehe auch nicht, wie das geht. Oder wie das Bo eigentlich nicht in den Sandkasten reingeht. Ich mach von Alex her, dass er die M4 mitnehmen kann, aber. Ja, Runde direkt im Nachhinein wieder an Virtus Pro. Jetzt eine Eco. Ja, sollte vielleicht gleich mal probieren, einfach mal das Haus zu blocken. Oder vielleicht, ja. Oder mal die Mitte blocken. Halt irgendwas blocken, um vielleicht mal ein, zwei schnelle Fakes zu ziehen. Virtus Pro hat halt immer die Kontrolle. Sie haben Banane immer die Kontrolle. Was jetzt an sich nicht schlecht ist. Verkehrt für Berserk, weil Berserk hat eigentlich gut abgesmoked. Aber sie haben auch zeitgleich immer die Mitte-Kontrolle. Berserk traut sich halt nicht wirklich gegen sie zu facen und das ist halt ein Riesenproblem. So weiß halt Berserk nie, wo kommt der Go. Ja. So, jetzt gab es mal ein bisschen Contact gegen Alex, aber jetzt ist mal erstmal Mitte gepusht und er wird jetzt mal schauen, ob er da irgendwas überhaupt machen kann. Ich weiß nicht, ob sie über Mitte gehen wollen, Virtus Pro direkt. Das machen sie auch nicht. Bauen halt nochmal komplett um. Wollen jetzt aber auch nichts riskieren und im 4er-Zick reinspielen. Bauen einfach komplett nochmal neu auf. Alex wählt jetzt B on Spot. Da ist jetzt Solek alleine. So, jetzt könnte Asmo. Ne, auch immer noch kein Contact, jetzt geht's doch B. Berserk weiß es zwar, aber kann halt wieder nichts machen. Phoenix, der. Fast. Ja. Keine Waffe verloren. Und das gibt nochmal richtig jetzt wieder Chance, ein bisschen Geld aufzubauen. Auch Berserk müsste sowieso erstmal mal ein paar Runden anfangen. Ja, Berserk müsste eigentlich kaufen. Einfach Farbass kaufen, aber sie entscheiden sich für noch eine Eco. Und. Ja, sieht schon sehr eindeutig aus.
Komisch eigentlich, sogar Solek hätte Arbe kaufen können, halt ohne Equipment und Kevlar, aber... Ja, genau, hätte halt einfach meine Waffe kaufen sollen. Mit dem Bonus haben sie eh. Und alle drei down. Petersbo macht gerade einfach nur Gesichter. Er gammelt die Banane ab und jetzt wieder nur Felix. Und wieder keine Waffe verloren. Ja, wir sehen 14 Kills in 9 Runden. Als gesamtes Team. Das ist halt zu wenig. Ja, und Snacks hat alleine 14. Ja. Ja, und jetzt sehen wir die Arbe bei Solek. Vielleicht traut er sich jetzt mal was in der Mitte. Orientiert sich aber direkt wieder defensiv. Geht jetzt. Will jetzt gegen Boiler, glaube ich, den Pick sehen. Krippeln jetzt Action, weil Virtus.pro wirklich jedes Mal in Action genommen hat. An sich auch wieder die richtige Entscheidung. Boah, den muss er eigentlich setzen gegen Bialy. Und jetzt ist er eigentlich mit der AWP schon wieder halbwegs verloren, wenn ein Go gespielt wird. Da könnte sich endlich Alex aber mal freuen über ein Go. Na, freuen. Da kommt schon die nächste Smoke, denke ich mal, ja. Das Pro wird einfach, denke ich mal, sich wieder umorientieren. Oder? Ich werde da gerade lang durch Sneak. Pascha alleine mit der AWP. Boah! Boah, ja. War aber auch im Laufen bei mir, der Freck. Ja. Ich habe aber schnell den Gegenstep gemacht, hat Felix da eine Felix-Pussy. Und jetzt, ah, Alex schon down. Muss ich gerade auf ihn drauf gehen. Und Felix auch schon gepusht. Und Leo fährt da einfach durch. Ja, die Runde, also Berserk gerade. Überhaupt keine Chance. Ja, und schon abgedreht. Waffen saven. Ah, also das wird Runde Nummer 9 für die Polen. Und wieder nur eine einzige Waffe. Wahrscheinlich verloren. Pascha. 5-0-5 hat der auch noch. Kriegt er auch wenig zu tun. Oh, jetzt macht Solek noch einen. Na gut, die Exit-Frags hier haben natürlich jetzt nur bedingt. Ja, ich meine, wir das wohl wird eh jagen, haben eh unendlich viel Geld. Wenn auch den nächsten Spiel durchkaufen. Und ja, Berserk braucht eigentlich wieder eine Eco, muss aber kaufen eigentlich. Also, die müssten kaufen. Das andere wäre Quatsch. 5 Runden reichen eigentlich nicht als CT. Aber entscheiden sich doch für die Eco. Solek droppt die Arbe an Rack. Vielleicht einen guten Spawner, ja, will jetzt Mitte was probieren. Schauen wir mal. Ah, hat da Pascha gesehen. Dann geht direkt weiter. Pascha sichert wieder nur Bananen, das haben wir vorhin schon gesehen. Jetzt wird erstmal bei A ein bisschen gestresst. Ah, Stux macht da wieder einen schnellen First Kill, sogar gegen eine Waffe. Ja, und jetzt in den Anti-Ecos probiert Alter. Berserk, halt die Mitte mal zu blocken, aber da bringt halt nicht viel. Der Schiller hat jetzt gerade mit der USP. Und er kann jetzt Neo aus dem Spiel nehmen. Aber wird nicht viel ändern. Solek mit der AW im Sandkasten. Doch den Sandkasten hören. Hört jetzt auf, das Tipps. Er hat aber eigentlich schon wieder eine tote Pose, also. Wenn er einen macht, kann er sich glücklich schätzen. Selbst der wird ihn nicht verwerten. Sehen Sie noch eine Arbe? Aber eine Arbe. Zum Saven. Felix, eigentlich können Sie ja wieder zwei Waffen nehmen. Ich meine, naja, Sie brauchen Runden, keine Frage. Obwohl, naja, Sie haben kein Dev-Kit, werden die Runde auch so nicht schaffen. Das versucht die Waffe, aber 10-1. Ah, und jetzt Berserk. Dick Geld, aber bringt den halt auch leider nicht viel. Ja, also ich würde gerne mal sehen, dass Berserk einfach mal die Mitte offensiv deckt. Halt, wird es wohl nicht machen lässt. Berserk hat noch nicht einmal die Mitte weggesmoked und hat halt extreme Probleme dagegen, dass wird es wohl immer die Mitte-Kontrolle hat. Solek probiert sich jetzt mal am Frag. Wird jetzt aber sterben gegen Pascha, wenn er weiter rumzieht.
Mana. Kann endlich mal den First Pick setzen. Jetzt einfach Dev gehen, absmoken und perfekt gespielt. Für die Smoke wollen sie wieder weiter Contact bleiben wohl. Das ist vielleicht Action. Der Nachteil. Hm? Action könnte eigentlich smoken. Ja. Die wollen wahrscheinlich wirklich mit jedem Preis die Smokes für den Baseball aufbehalten und damit haben sie dann halt auch keine Kontrolle. Ja, aber außer Action, die Typen werden eh nicht nachmachen können. Pascha brennt. Oh. Oh. Kommt er gerade nochmal weg. Ich glaube, der zweite Welle, go. Und Alex hat da so eine All-In-Posi. Ja, Felix ist auch tot. Weil die Runde ist mal holbar. Wir werden das aus, aber immer noch Low-AP bei Virtus Pro. Mit einem. Dark ist jetzt auch safe. Oh, der holt noch einen. Jetzt Bialy alleine gegen zwei. Und reloaded mit 20 Schuss. Der ist auch bekannt und fällt. Und eine Nummer 2. Ja, aber wird Virtus Pro jetzt nicht sonderlich stören, die Runde? Haben genug Geld. Wir schon 10 T-Runden. Jetzt wieder kein Contact. Oleg darf macht den Frack, obwohl Pascha den Vorteil hat. Schöner First Track. Und Snacks und Neo auch wieder low. Wieder einfach mal durch. Das wird ein. Das wird jetzt so als. Da fällt zu wenig. Das würde jetzt aber auch nicht wirklich ernst genommen werden hier von Virtus Pro. Und sagen 10 Runden und jetzt ein bisschen schneller die Runde zu Ende bringen, glaube ich. Ja, wie gesagt, online kommt es mir oft so vor, dass sie ein bisschen daddeln. Ja. Aber wieder macht man viel mehr weg, obwohl nur einer gefallen ist am Kleinen. Glück gehabt, dass Solik da am Anfang den First Pick gezogen hat. Neo kann sogar keinen machen, aber Snacks allein gegen 3 fällt jetzt auch. Und wieder Rack mit 3 Kills. Die hat er gerade eben schon gehabt, als die Runde an Berserk ging. Rack jetzt 2x 3 Kills, 1x 4 Kills. Also Stand-In hier, auch der oberste im Scoreboard. Oh, da sehen wir wieder die P90 bei Alex. Geflasht. Ja, wird das Pro verzichtet jetzt sogar mal auf die Arve? Auch wenn sie genug Geld haben. Und Alex wieder mit der P90 am Plan. So, endlich mal die Mitte weggesmoked, sodass Virtus Pro überhaupt keine Kontrolle hat. Banane weggesmoked, Mitte weggesmoked. Ja, und Alex steht wieder im Sack, oder? Was ist da noch? Sack ist noch dabei, ja. Mitte jetzt mal ein bisschen. Könnte mal aufgehen endlich, auch wenn sie nur 3 Leute auf dem A haben. Aber Rack ist ja blind. Achso, kann auch nur einen machen und jetzt muss Solek aufräumen. Den ersten. Kann machen. Kriegt ihr Support, Tars, 3. Oh. Und Gold, netter Shot. Ja. Mal ein paar Runden zwar geholt, 3 hintereinander. Das wirkt das so ein bisschen gerade einfach nur wie Schadensbegrenzung.
Eine fünfte Runde wäre auf jeden Fall schön für Berserk. Alex. Die auch nur drei Granaten dabei. Zeus. Ja, jetzt kommt wieder eine Mitte-Smoke und eine B-Smoke. Problem ist halt natürlich, dass sie keine Smokes mehr für das Ende der Runde haben. Und Virtus Pro ist im Moment sehr, sehr geduldig. Wir spielen Virtus Pro. Ja. Oh, Molly gegen Solek. Kraft hat das überhaupt? Hast du gerade eben Solek gesehen? Nee, hab ich leider nicht gesehen. Der Molly fällt, kommt gegen ihn. Und er merkt zuerst, dass er noch 50 HP oder so hat, dass er im Molly steht. Er hat keine Chance. Alexa hat übrigens eine Zeus dabei. Vielleicht bringt die den Unterschied. Hast du aber noch im Sandkasten? Muss den Fracking Snack setzen, setzt ihr nicht. Ja, und damit eigentlich die 11. Runde. Ah. Und ja, der Elektroschock hat nochmal gut Hinweise gegeben. Neo macht die letzten beiden. 11-4. Boah, 30 Sekunden. What the fuck? Ja, die haben immer eine Minute, kann man nämlich kann man immer noch einen Werbespot spielen. Solek, was brennt hier? Das ist gut. So, also, und damit zweite Halbzeit. Und Berserk, ja, T-Seite. Vielleicht jetzt mal mit der Pistole. Obwohl, die vorhin ging die auch nicht gut auf. Schauen wir mal, ob es jetzt besser ausgeht. Ich habe eine schnelle Smoke, ich glaube, gegen B. Oder? Ne, die kam wohl nur Mitte lang, Standard Mitte. Und Snacks jetzt auch ein bisschen AP-Verlust. Pusht aber im Gegensatz dazu Banane. Oh, Biale kriegt dickes Gesicht durch die Smoke, aber jetzt könnte von hinten. Könnte Snacks ein Problem sein für Alexia. Zack, da ist er schon weg. Boah, aber die Nade. No HP, alle. Also, immer mit zwei schönen Shots, boah, aber. Da wird einfach gegast bei Virtus.pro. Alle hinterher. Tja, 12-4. Und jetzt noch ohne gelegte Bombe. Mindestens zwei weitere. Oder sagen wir mindestens eine weitere wahrscheinlich. Und ja, es kommen noch mehr Spiele. Wir haben heute den gesamten Abend Berserk. Und gleich Maus gegen Berserk. Juppie! Ja. Oh, Snacks, nettes Movement da. Lol. Siehst du das? Ist er vom CT-Spawn auf Neo seinen Kopf gebannt, hier die ganze Zeit. Ich bin in die Banane rein. Schade. Ich glaube, jetzt wird das Ball einfach nur schnell zu Ende gehen lassen. Also, die gasen ja einfach wirklich wie die Berserker da. Pascha da einfach Mitte runter. Ja, mit Glück sneakt sich ja Rack durch. Ne, direkt! Das war ein richtiger Homerun. Jetzt Solek 1 gegen 5. Vielleicht mal eine andere Map aussuchen, das wäre mal ein Vorschlag. Ich würde mir behaupten, dass man überhaupt gleich gegen Berserk das Zeug spielen wird. Ist Map Veto? Ja. Ah, da hat jemand dein Wortspiel verstanden, sie gasen wie die Berserker. Nochmal gut sitzen, wo was für Orca ist. So, und Solek. 11 HP, die Snacks alleine verloren hat. Und sonst
Ja, das war jetzt sehr, sehr schnell. Das war wohl eine der schnellsten Runden, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dieses Jahres. Ja, ja, auf jeden Fall. Arst. So, mal gucken. Wir sind natürlich jetzt unter extremem Druck und wir das wohl wieder einfach weiter rein, Jolon. Banane gepusht, das war wirklich jetzt ein Safe Call für Rittes Bro. Snacks Banane unten. Und Pascha, ja, legt schon mit der Awe an, fällt aber. Ja, Rittes Bro wiederum sofort Smoke Mitte oben. Also ein bisschen Ruhe reinbringen. Mal schauen, ob sie mit Snacks hier rechnen. Oh ne, sie gehen nicht mal lang. Ja, Banane ist halt jetzt U-Safe. Und Neo ist es wahrscheinlich, ja. Kann jetzt wiederum A. Max hat also sogar noch eine Smoke dabei. Neo geht zurück. Wollen wir auf den Go jetzt. Smokes sind da, eigentlich. Dass sie im Smoke Go spielen können. Aber wie das Bro steht, halt gleich wieder zu dritt, dauert ein bisschen lange. Wir laufen auch genau in die Doppel rein. Oh, aber was macht denn Bialy da? Glück, dass Neo dann da rumkommt. Glaube ich gerade ein bisschen gepennt. Ja. Ich glaube, es war so geplant, dass Neo ihn supportet, aber irgendwie hat es dann wohl auch nicht so ganz geklappt. Aber lag. Oh, Snacks, guck mal, Snacks. Die Runde holt Snacks noch. Ich dachte, die Runde holt Snacks. Sehr gewagte These. Boah! Schön in den Kopf. Oh, ich doch. Und so lag heute auch noch. 16 zu 4. Angeblich war er Hellseher. Nee, Goat Mode. Ja. Wollen nur unsere Zuschauer nicht, die das noch nicht kennen, nicht spoilern. Na gut, jetzt kennen sie es. Und Chat, gibt's dafür Timeout? Aha. Ja. Ja, aber 15-4 und jetzt nochmal gekauft, was geht. Wir sehen insgesamt 4 Granaten. Ich glaube, eine Decoy war schon auf dem Wurf irgendwo. Aber wieder mit dem First Pack. Aber sie pushen nicht nach. Ja, ich glaube auch Reflect von Bialy. Lol, von Felix da. Ja? Und total offen. Wird. Muss raus, oh, macht sogar noch beide. Boah, der eine stand voll in der Smoke. Oh, und Rackets bitte oben. S. Ja, 16-4. Das hatten wir doch, glaube ich, gerade eben schon. Ja, und zwei Matches stehen uns noch bevor.